Freunde, ich grüße euch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Spring to Glory Time. Das ist, glaube ich, jetzt mein erstes Spring to Glory in FIFA 20. Und wem habe ich mir ausgesucht? Den amtierenden Champions League-Sieger FC Liverpool. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es sogar, starte ich eigentlich jeden FIFA-Teil mit FC Liverpool. Ich glaube generell, meine allererste Spring to Glory war FC Liverpool. Deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen, nehme wieder FC Liverpool. Bin jetzt das allererste Mal im Karrieremodus drinnen von FIFA 20. Bin auch sehr, sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Ich habe gleich zwei Fragen an euch. Die erste Frage, da braucht ihr nur Ja oder Nein in die Kommentare schreiben. Schaffe ich den Champions League Sieg in einer Saison? Also verteidigen wir sofort die Champions League, Ja oder Nein? Die zweite Frage, was Thema Neuzugänge und Abgänge betrifft, soll ich euch das immer am Ende so die ganze Liste dann zeigen oder soll ich euch das immer einzeln, zum Beispiel wenn jetzt wer verkauft wird, boom, einblenden, wenn ich jetzt wen kaufe, boom, einblenden. Ich würde jetzt mal so meinen, dass ich meine Top-Transfers immer einblende und eben meine Top-Abgänge, wenn eine krasse Ablösesumme oder sonstiges ist, ja. Aber schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet. Grundsätzlich würde ich mich natürlich auch über den Daumen nach oben freuen. Ich versuche jetzt jeden Tag ein Video rauszuballern. 30-Tage-Challenge, da könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich es nicht schaffe, was ich da für eine Bestrafung machen müsste. Ist sehr, sehr spannend und ja, Freunde, ich würde mal sagen, wir starten. Das ist hier die Startelf und jetzt heißt das Kaufen und Verkaufen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde mal meine Facecam ab. Ciao. Krass, Leute. 51,5 für Keita. Stabil. Das nehmen wir sofort an. Boom. Freunde, den wollte ich unbedingt haben für meine erste Sprint to Glory. Cristiano Ronaldo. Ich möchte mit ihm die Champions League verteidigen in der ersten Saison. 108 Millionen Euro für einen 34 Jahre alten Spieler. Gehalt 300.000. Gefällt mir. Ich glaube, jetzt wird noch ein bisschen erhöht. Geil. 300.000 die Woche. Cristiano Ronaldo, erster Transfer diese Saison, ey, geil, Roberto Firmino werde ich noch verkaufen, mal gucken, wie ich dann letztendlich spielen werde, auf jeden Fall, ja, es ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, oder es ist noch sehr, sehr viel Bedarf, Spieler zu kaufen, ich denke, ein Innenverteidiger noch, ein ZM muss auf jeden Fall noch kommen, und ja, schauen wir mal, wer unsere Neuzugänge dann noch am Ende sein werden, der nächste Hochkaräter, Leute, Sergio Kun Aguero, ich mag den extrem so als Spieler, ich weiß nicht, welche Stürmer sind so eure Lieblingsstürmer, also bei mir ganz, ganz weit oben, Sergio Aguero. Ich mag den so heftig als Spielertyp. Unnormal. Auch wie krass er vereinstreu ist. Den kaufe ich mir. Das ist ein faires Angebot. Mein Klient ist damit zufrieden. Das freut mich. Ich glaube, das ist einfach die Transferphase meiner Lieblingsspieler. Sergio Ramos wird der nächste Neuzugang werden, Freunde. Ich muss zugeben, ich schaue das sogar eher so aufs Rating. Weil nochmal, die Champions League möchte ich in der ersten Saison verteidigen. Und ja, Sergio Ramos, 89 Rating, klappt ganz gut oder hört sich sehr, sehr gut an. Ist ein deutliches Upgrade zum Matip und ja, er nimmt das an und ich bin glücklich. Ich glaube, Matip werde ich nicht mal verkaufen. Dann haben wir schon mal einen 83er auf der Bank bei Henderson. Ich glaube, den werde ich auch lassen. Huch, erster Titel, Community Shield, gefällt mir. Wenn es dir auch gefällt, lässt du jetzt einen Daumen nach oben da. Dankeschön. Oh mein Gott, Freunde, ich dachte nicht, dass die das annehmen werden. 122 Millionen für Sadio Mané. Real Talk, ich muss das annehmen. Ich kann mir auf der linken Seite noch einen besseren holen für ähnliche Konditionen. Also Leute, ja, ich werde das mal annehmen. Wow, holy shit. Mehr als das Doppelte. Krass. Erster Backup ist schon mal am Start. Jadon Sancho, der 19-Jährige von Borussia Dortmund. Knapp 60 Millionen hat er gekostet. Ist ein faires Angebot. Welcome. Ist tatsächlich verkauft. Sadio Mané. Wir bekommen leider nur 109 Millionen. Cristiano Ronaldo und Messi in einem Verein. Geht das? Ja oder ja? Das wird er niemals zulassen, Leute. Niemals, oder? Ja, das wäre für mich indiskutabel. Oh no. Am Deadline Day ist es soweit. 145 Millionen Lionel Messi. Das müsste sich doch jetzt alles ausgehen. 400.000 kannst du haben. Lionel Messi und
Cristiano Ronaldo, Kanté geht sich leider nicht mehr aus. Jetzt hoffe ich nur, dass Salah auch links spielen kann, bitte. Aha, er vor uns Sturm, okay. Und ich denke, das Team sieht so richtig gut aus. Wie findet ihr? Schreibt ein Feedback in die Kommentare. Stimmt, ich habe immer vergessen, euch interessieren die ganzen Top-Transfers. Also hier Barcelona Messi, Barca Liverpool, Mané Liverpool Barca, Ronaldo Juve Liverpool. Also wir sind eigentlich, ja, die ersten drei Plätze. Und das sind krasse Spieler, Messi, Mané, Ronaldo. Süle zu Atletico, Immobile, krass. Da sind wir wieder, das sind auch wieder wir. Also Leute, wir haben richtig zugeschlagen. Gnabry zu Tottenham, Havertz, wow, zu Real Madrid, Alba zu Bayern. Hier haben wir zum Beispiel unseren Keita. Ich zeige mal meinen Verein. Zeige ich euch auch noch die Abgänge. Keita 51, Wijnaldum, kann den Namen nicht aussprechen, 41 Barca, 30 Millionen Gomez, 30 Mio Valencia, Cemlin 23, Karius, zu Besiktas, das wieder zurückgewechselt, Krujic 18,3, Origi 16,6, also da seht ihr das Ganze. War eigentlich gar nicht mal so viele Abgänge. Aber hat sich ausbezahlt, das Ganze. Wir haben echt eine Bombenmannschaft zusammenbekommen. Aber jetzt geht's wirklich ab zur Winterpause. So Leute, 1. Januar 2020. Schauen wir mal rein. Oh, 4. Platz. Das ist nicht gut. Aber 6 Punkte noch zu Manchester City. Kann man aufholen. Ich dachte echt, dass wir irgendwie Tabellenführer bleiben. 15 Gegentore. Boah, 3 Niederlagen. Naja. FA Cup sind wir weiter. Bristol City. Genau so ist es. Ah, okay. Ich glaube, da starten wir erst rein. Aha. Carabao Cup sind wir ausgeschieden gegen Arsenal in Runde 4. Sehr, sehr bitter. Bristol City, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Okay, krass. Ey, Super Pokal haben wir auch gewonnen. Das ist super. Champions League sind wir weiter. Nächster Gegner ist Lyon. Sollte machbar sein. Wir sind nur 2. Platz geworden. Okay, krass. Wir sind nur 2. Platz geworden. Neapel vor uns. Salzburg leider letzter. Schauen wir mal, wie das Team aussieht, Freunde. Hoffentlich ist jetzt keiner verletzt. Schauen wir mal. Ich denke, Ronaldo war verletzt, weil er Pflasterchen. Sancho schon auf der 86. Sehr, sehr stark. Ronaldo Donkel bekomme ich. Henderson verletzt. Ja, vielleicht geht sich noch der ein oder andere Neuzugang aus. Schauen wir mal einfach, was so geht. Leute, das wird eine Transferphase ohne Transfers werden, weil den einzigen Spieler, den ich wirklich nur verkaufen würde, wäre Firmino gewesen. Den Rest, den brauche ich eigentlich für die Bank und ja, sonst kann das Team eigentlich dann nicht noch besser werden vom Rating. Ohne Transfers geht es jetzt in die Rückrunde. Wir sind 4. Platz, vorher direkt das Duell gegen Tottenham verloren. 9 Punkte Rückstand zu Manchester City. Jetzt hoffe ich echt, dass wir da vielleicht noch aufholen können. Wenn ich die Champions League gewinne, dann möchte ich auch die Meisterschaft gewinnen. Ich gebe alles dafür. Wir sehen uns dann im ersten Champions League-Spiel gegen Lyon. Bis gleich. So, da ist auch gleich das erste Spiel. Champions League Intro. Sieht mega, mega geil aus. Ja, ich spiele sehr, sehr selten Karrieremodus. Deswegen muss ich das nochmal anfügen. Gefällt mir unnormal. Wart ihr eigentlich schon mal bei einem Champions League Spiel im Real Life? Wenn ja, gegen wen wartet ihr am Stadion? Für wen wart ihr im Stadion? Bin ich sehr, sehr gespannt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann werden wir jetzt nach vorne simulieren. In der Hoffnung, Freunde, dass wir gleich das erste Spiel gewinnen. Ich habe vorher, bei der Transferphase, habe ich Ronaldo mit Messi getauscht und ja, es wird gedankt. 3:0 Sieg, Messi hat getroffen, Fabinho, Firmino, Ronaldo halt leider nicht, aber trotzdem 3:0, gutes Polster für das Rückspiel. Ich sehe auch gerade, wir haben uns auf den 3. Platz vorgekämpft, aber immer noch 7 Punkte Rückstand. Rückspiel, meine Freunde, wie gesagt, das Hinspiel haben wir 3:0 gewonnen. Wie geht das Rückspiel aus? Boom, ebenfalls 0:3, jetzt diesmal Ronaldo mit dem Tor und Aguero mit dem Doppelpack. Sehr, sehr stark, Gesamtscore 6:0, da bin ich zufrieden. Ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht irre, ist der nächste Gegner FC Bayern. Oh oh. Leute, wir sind 3. Platz. Tottenham ein Spiel mehr. 3 Punkte Rückstand zu City. Und ich habe gerade gesehen, direktes Duell gegen Manchester City. Abfahrt. Please. Das müssen wir gewinnen. Sei jetzt nicht so. Ja! 1:3. Kann es jetzt sein, dass wir Tabellenführer sind? Messi, Fabinho, Alexander Arnold. Come on, sind wir jetzt? Ach so, okay, okay. ja, ich weiß es jetzt nicht, ob wir Tabellenführer sind. Aber jetzt geht's gegen die Spurs und ich habe jetzt gerade gesehen, Matip ist drinnen. Okay, krass. Warum ist Matip drinnen? Ja, jetzt schnell Matip mit Ramos getauscht und jetzt bin ich gespannt. Come on, Heimspiel gegen die Spurs. Welche Spieler haben die eigentlich? Schauen wir mal das Ergebnis 1:1.
ist okay. Was haben die eigentlich? Ein Dominik Gnabry haben sie. Ja, ansonsten ist eigentlich hier alles beim Alten. Ellie haben sie auf der Bank. Das Rückspiel wird sehr, sehr schwer werden. Aber jetzt bin ich gespannt, welchen Tabellenplatz wir haben. Ja, Leute, wir sind tatsächlich Erster. Sehr, sehr stark. Und hier ist das Rückspiel. Tottenham Hotspurs gegen FC Liverpool. Bitte, bitte gutes Ergebnis. Ich glaube, wir sind weiter. Na sicher, wir haben zwei Auswärtstore. Na sicher sind wir weiter. 1:2. Aguero und Virgil van Dijk. Yes! Stark. Sehr, sehr stark. Ich fieber so mit, als hätte ich jetzt schon die Champions League gewonnen. Aber ja, GG in den Chat. Oh no, Freunde. Atletico Madrid ist der nächste Gegner. Gut, die Mannschaft sieht sehr fit aus oder ist zum Glück fit. Ist eine sehr, sehr starke Mannschaft. Nicht nur im Real Life. Hallo, ich will nicht spielen, ich will simulieren. Nicht nur im Real Life, sondern auch auf der Konsole. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben das Heimspiel. Das geht wie aus? Komm. 3:1. Stark. Lodi mit der roten Karte. Wer ist Lodi, Leute? Kenne ich gar nicht. Morata mit dem Auswärtstor. Robertson, Aguero, Ronaldo. Leute, Rückspiel. Leute, das Rückspiel ist. Ich habe aber leider jetzt gesehen, Robertson hat sich verletzt. Er hat sich den Zeh gebrochen, der Bruder. Wir haben ein gutes Polster. Ich hoffe jetzt nicht, dass es durch die Verletzung, ja, dass das Polster zerrinnen wird. Nein, 0:2 gewonnen. Fabinho, Salah. Sehr, sehr geil. Welche Runde sind wir? Sag jetzt nicht, dass wir jetzt schon im Finale sind, Freunde. Sag das jetzt nicht. Leute, ich glaube, wir sind im Finale, aber ich weiß es noch nicht. Ist das auch Finale? Ey, ich muss mir das dann angucken, Leute, wenn es dann soweit ist. Ich gebe euch gleich Bescheid. Leute, ihr wisst nicht, was ich gerade gesehen habe. Erstens, ja, wir sind im Champions League Finale gegen Real Madrid. FA Cup Finale gegen Arsenal, ja? Ich habe nach vorne simuliert, 2:1 Chelsea, 3:1 Burnley. Das ist der letzte Spieltag gegen Newcastle. Leute, ich muss euch etwas zeigen. Ich muss euch was zeigen, guckt mal. Punkte gleich mit Manchester City. Okay? Okay, das ist nicht alles. Nein, die Tordifferenz. Erstens mal krass, Tottenham ist krass mit 73. Schaut das an, Tordifferenz. 57 Manchester City, 56 Liverpool, also wir. Hängt jetzt alles von der Tordifferenz ab, man weiß es nicht. Oh Gott, ich nehme euch jetzt mit zum letzten Spieltag. Krank. Da schaue ich aber jetzt, ob das Team fit ist. Da ist, nein, kein verletzter Spieler. Ich weiß es nicht, gegen wem City spielt, aber ich denke, mit Newcastle haben wir jetzt keinen schweren Gegner. Hoffentlich. Wir spielen zwar jetzt auswärts, die letzten Spiele von Newcastle waren jetzt nicht gerade geil. Bitte, 0:2. Was heißt das? Ich glaube, City darf nicht höher als 1:0 gewinnen. Komm. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es beinhart geschafft. Die haben verloren, oder? Oder unentschieden haben die Brüder gespielt. Ach du Scheiße, warte, wie viel haben die gespielt? Die haben 0:0 gegen Norwich gespielt. Die haben sogar einen leichteren Gegner, glaube ich, gehabt als wir. Leute, wir sind Meister geworden in der ersten Saison. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte wir sogar Rückstand hatten. Okay, Norwich ist 14 da. Newcastle ist 10. Wow, Foto-Finish. Was für ein Finale. Tottenham ist sogar noch auf dem 2. Platz. Guckt euch das an. 98 Punkte, 97 Punkte, 96 Punkte. Und was hat Tottenham bitte für eine kranke Tordifferenz? Die haben 100 Tore geschossen. 100 Tore. Zu krass, Leute. Zu krass. Mir fehlen da echt die Worte. Ich bin überglücklich und ich hoffe, man hört das raus. Und ich hoffe, ihr gönnt mir das mit einem Daumen nach oben. Leute, wir sind Meister. Der erste Titel ist schon safe. Okay, wir haben schon ein paar Titel gewonnen, aber der erste große Titel, den wir quasi selbst irgendwie erarbeitet haben. Und ich denke, ich nehme euch gleich ins FA Cup Finale. Dann ist es ja quasi das Double, ne? Ich muss aber ganz, ganz ehrlich sein, Freunde. Ich wollte nur die Champions League gewinnen und die Meisterschaft. Können wir aber das Triple holen. Leute, wir haben schon mal das Double. Triple in der ersten Saison mit Messi und Ronaldo. Bitte. Okay, Aguero hat sich verletzt. Scheiße. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich meine, wir haben noch Sancho auf der Bank. Aber Freunde, Double, erste Saison. Jetzt spielen wir gegen den großen oder das große Real Madrid. Mission Titelverteidigung und Mission Triple. Nein, mit Sergio Ramos. Und nein, Ramos gegen den Ex-Verein ist sogar gesperrt. Wie bitter ist das bitte? Okay, Robertson darf zumindest spielen. Da muss Matip in die Startelf rücken.
Ja, okay, Leute, wir müssen halt eben so spielen. Aber Fabinho auf eine 88 gefällt mir mega, mega gut. So, dann schauen wir mal Spieleinstellungen noch schnell. 5 Minuten auf Legende. Ich muss euch echt sagen, ich bin unnormal glücklich. Meine erste Sprint to Glory mit den FC Liverpool, gleich Double. Und es könnte sein, dass jetzt das Triple folgt. Aufwärmphase in Kürze. Also Modric, Casemiro ist noch am Start. Wir wärmen uns auch auf Ronaldo, Van Dijk, Salah, Messi. Ronaldo, Messi gleich nebeneinander. Choreografie, Bombastica, Real Madrid, FC Liverpool, Atatürk, Stadion und der Champions League Pokal, um den geht es heute. Es geht um das verdammte Triple, Freunde. Die K.O.-Phase, auch Real Madrid hatte starke Gegner, aber ich denke im Verhältnis dazu hatten wir den schwierigeren Weg. Jetzt nochmal die Hymne anhören zusammen. Ronaldo, Aguero, Firmino. Ich hätte nicht gedacht, dass Firmino bis ins Finale mitkommt. Ich dachte echt, oder das war einer meiner Verkaufskandidaten Nummer 1. Und da sind wir auch. Courtois, Varane, Hazard, Kroos, Benzema. Okay, da ist eigentlich kein Neuzugang dabei. John Stones sehe ich gerade. Der spielt mit 4-3-3. Ich glaube, die dritte oder vierte. Ich glaube, die dritte eher. Okay, Koulibaly ist am Start. Odriozola. Koulibaly ist eine Überraschung, aber ansonsten passt der Lachs. Okay, posiert jetzt fürs Foto. Leute, ich bin bereit. 3, 2, 1. Abfahrt. Ab ins Spiel. Erster Vorstoß. Bam, bam. Und drauf. Salah, nein. Okay, Firmino. Bam. 1 zu 0. Jetzt stelle ich mir die Frage. Habe ich das jetzt auf Legende oder auf Ultra-Dingsbums? Das kam mir jetzt irgendwie zu leicht vor. Das kam mir jetzt echt zu leicht vor, Freunde. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das eingestellt habe. Zack, zack. Oh, hey. Salah! Salah, nein! Mohammed! So. Bam! Geil. Zack. Ronaldo! Oh mein Gott! 0 zu 2! Stabil! 0 zu 2, Cristiano Ronaldo mit der Nummer 21, wie man es gewohnt ist, Kapi. Da einfach boom, schön gemacht. Fabinho mit der Vorlage und Cristiano Ronaldo. Lass sich nicht lumpen, 0 zu 2. Ja, Squad Battle spielen bringt was. Starkes Pressing, starkes Pressing. Buh! Oh Gott, okay, reicht. Reicht, Leute. Ich glaube, wir haben das Triple gewonnen. Was ist das? Was ist das? 0 zu 3, 13 Minute. Ich würde mal sagen, geil. Ronaldo mit dem Doppelpack. Zu krass, der Typ. Ja, schönes Pressing eigentlich. Schöner Pass. Wow. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Muss jetzt echt dann schauen, was für einen Schwierigkeitsgrad wir spielen. Ich habe so das Gefühl, die wollen gar nicht nach vorne spielen. Ah, doch, die wollen doch. Die wollen ja doch spielen. Wisst ihr, was mir auffällt? Dass der Computer immer flanken möchte. Keine Ahnung, warum. Schöner Lauf. Schöner Lauf von Messi. Alter, sehr, sehr gut gesehen. Bam. Komm. Zack. Okay. Aguero. Dragback. Au. Die wollen wirklich immer flanken. Schauen wir mal. Oh ja. Schau mal, die flanken aus irgendeiner Situation. Hä? Oh oh, oh oh, wunderschön. Hazard, was machst du aus mir? Was machst du mit mir? Richtig geil, First Touch quasi. Sehr, sehr gut. Oh, ja, richtig schön gemacht. Richtig, richtig schön. Alles und ohne Chance. Wir sind gerade richtig am Drücker. Ich weiß nicht, was die immer machen mit ihren hohen Pässen. Es steht 3 zu 1. Statistik, ja, 2 Schüsse. Wir haben 3 und 3 Tore. Keinen Ballbesitz, komisch. Komm, Salah. So, schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Nein, nein. Okay, es wird Zeit für Jadon Sancho. Den lassen wir natürlich auch noch spielen. Hat er sich verdient. Starkes Spiel von Bobby Firmino. Jetzt für die letzten 10 Minuten kommt noch Jadon Sancho. Vielleicht sieht man noch die eine oder andere Aktion von ihm. Abfahrt, würde ich mal sagen. Da ist er schon am Ball. Und, behauptet den Ball. Behauptet den Ball. Oh mein Gott, er kam, sah und siegte. Jadon Sancho. Er ist, ja, sein erster Ballkontakt, der war das. Unglaublich. Was ist das für eine geile Sprint to Glory? Jadon Sancho schießt uns mit dem vierten Tor zum, glaube ich, ganz, ganz fixen Triple. Richtig schön behauptet. Wunderschönes Tor.
Jadon Sancho. Unglaublich! Geil! Sehr, sehr geil. Jetzt hoffe ich nur, dass ich wirklich dieses Ultimativ spiele. Wenn ich jetzt nicht ultimativ eingestellt habe, was mir leid tut, habe ich nicht bewusst gemacht. Wenn ich das nicht eingestellt habe, mache ich gleich noch eine zweite Saison und packe das ins Video rein. Richtig geiler Auftakt, Leute. Schreibt noch gerne in die Kommentare, welche Vereine ihr noch sehen wollt von mir. Nein, ihr kriegt nicht noch ein Tor. Oh, oh. Oh, schön gemacht, Alisson. Champions League Sieg, Leute. Wir sind Triple Sieger in der ersten Saison mit Ronaldo, mit Messi. Wir haben die Champions League verteidigt, Leute. Ich bin überglücklich. FA Cup gewonnen, die Liga gewonnen mit einem kranken Finish. Und jetzt die Champions League 1:4 gegen Real Madrid. Was ist das für eine geile erste Sprint to Glory von mir persönlich geworden. Ich bin unnormal glücklich und ich hoffe auch, dass alles mit der Aufnahme funktioniert. Dass nichts irgendwie passiert ist, dass ich irgendwie nicht vergessen habe, auf Play zu drücken. Hier, ja, komm, wer ist der Kapitän überhaupt? Wer stemmt den Pokal als erstes in die Höhe? Wer ist der Kapitän? Lionel Messi, ist das der Kapitän? Nein, ist er nicht. Der verdient der Kapitän. Virgil van Dijk, ich hoffe auch, dass du den Ballon d'Or bekommst, mein Bester. Come on! Und yes, Leute, wir haben den Pokal gewonnen. Nochmal, das würde mich sehr, sehr freuen. Gebt allen den Daumen nach oben. Das Triple ist bei uns, bei der Pato Family. Alter, wie glücklich bin ich. Wir müssen uns dann auch unbedingt die Torschützenliste anschauen. Lasst euch feiern, Leute. Sehr, sehr geil. Geschichtsträchtig Trophäe erhalten. Wie kann ich jetzt nachschauen, welche Schwierigkeit wir gespielt haben? Okay, Leute, wir haben Legende gespielt. Wir haben tatsächlich Legende gespielt. Ich lebe noch in der im Ultimate Team. Ich habe auf Legende gespielt. Ich würde mal meinen, Leute, wir packen einfach noch einen drauf. Wir machen noch eine Saison. Und diesmal auf Ultimativ. Wie krass wäre das? Zweimal Triple hintereinander. Das wäre zu krass. Das wäre zu heftig. So, meine Damen und Herren, zweite Saison hat begonnen. Und guckt mal bitte, wie viel Transferbudget wir haben. 221 Millionen. Ich denke, die eine oder andere Position können wir gerne noch upgraden und verstärken. Und ja, in der Offensive lasse ich mir, glaube ich, noch was Gutes einfallen. Ich möchte Messi eher im MS oder ja, im ZOM haben. Das heißt, wir suchen nach einem Außenspieler. Und ja, vielleicht da. Irgendwas werden wir machen, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Das war's jetzt komplett. Ich möchte Messi doch nicht als ZOM haben, denn da gibt es noch einen Neymar fucking Junior. Den holen wir uns. Ich glaube, 150 Millionen war die Ablösesumme, die ich geboten habe. Was ist das für ein kranker Sturm? Messi, Ronaldo und Neymar. Ey, das ist zu heftig. Ich bin gerade unnormal glücklich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wird er jetzt annehmen, hoffentlich. 290.200, 2,5 Millionen. Und hier ist er, Freunde. Neymar Junior als ZOM. 109 Millionen für Agüero von Wolverhampton. Können wir nicht ablehnen, Leute. 109 Millionen für einen 32-jährigen Kun Agüero, der sehr, sehr stark gespielt hat letzte Saison. Angebot annehmen. Was ist mit Bobby? 75 Millionen. Da werden wir mal delegieren. Schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir noch irgendetwas rein. Das habe ich jetzt nicht gemacht, Leute. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Doch, das habe ich gemacht. Wie wäre es mit einer Offensive namens Ronaldo, Messi, Neymar und Kylian Mbappé und Salah natürlich. Alter, das wäre zu krass oder das ist zu krass. Aktuelles Gehalt hat er jetzt gerade 195.000. Machen wir einfach 300.000 und er gehört hoffentlich uns. Das ist ein faires Angebot. Ja, das ist echt unglaublich. Er spielt halt jetzt 11. 2 Millionen von Everton, Leute. Das ist fast das Doppelte. Das müssen wir eigentlich annehmen. 102 Millionen. 28 Jahre alt, 87 Rating. Wir nehmen das einfach an. Vielleicht wird das von Neapel noch besser. Schauen wir mal. Nehmen wir mal an. 102 Millionen. Alter, krank. 93 Millionen bekommen wir durch den Verkauf von Roberto Firmino. Er ist gewechselt für 102,5 Millionen zum FC Everton. Und ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit für einen neuen Innenverteidiger. 98 Millionen mit 86 Rating. 20 Jahre alt. Matthijs de Ligt. Leute, das...
Ey, der Titel, dieses Doppel, der Triple, das kann uns doch eigentlich auf dem Papier keiner mehr nehmen. Ramos hat eh sein Downgrade schon bekommen mit 86, das heißt, boom, De Ligt kommt sofort in die Startelf. Es darf sich nur nicht Alisson verletzen, weil ich habe nur einen 75er Keeper. Die geben doch keine 170 Millionen für Mohamed Salah aus. Wir müssen das leider annehmen. 170 Millionen? Ich glaube es nicht. Salah wirklich verkauft an Paris für 170 Millionen. Davon bekommen wir 156. Freunde, ich glaube, jetzt sind wir die Galaktischen. Warum rede ich von Galaktischen? Wir haben plus 1, weil wir sind kurz vor der Verpflichtung von Eden Hazard. 91 Rating. Werde ich dann verschieben mit Mbappé, dann ist Mbappé auf seiner rechten Position, weil er ja rechter Flügel eingetragen ist. Habe ich für 136 Millionen, das heißt sogar noch günstiger, als ich Salah verkauft habe. Ich hoffe, jemand hat einen Taschenrechner vorbereitet und kann mir mal diese Ablösesummen, was ich da verschoben habe, mal notieren. Das ist krank. Willkommen im Club Hazard. Also ich habe mir vieles gedacht in meiner ersten Sprint to Glory, aber nicht solche Dinge, solche Transfers, unnormal. Ein Sancho noch auf der Bank, schaut euch mal meine Ersatzbank an. Ups. Aber ja, leider Gottes, 7 Wochen noch ohne Van Dijk. Wer die Innenverteidigung jetzt sieht, der sieht, Pato, du hast Handlungsbedarf. Ich habe nämlich gerade Matip für 40 Millionen verkauft, das ist nicht gut. Okay Leute, erster Backup, Thiago Silva, 85 Rating für 35 Jahre, wir haben ihn geholt für 18,2 Millionen. Ja Freunde, ist jetzt leider alles ein bisschen Verzweiflung gewesen, weil ich habe echt Angst um die ganze Saison wegen unseren Innenverteidigern, deswegen Piqué auch noch geholt. Ja, hört mir jetzt bitte nicht zu, 44 Millionen von Dortmund, er hat aber ein 86 Rating und ich denke wirklich, dass wir da, ja, dann gut bestückt sind, no homo. Wie ich finde, sieht die Verteidigung dann jetzt sehr, sehr gut aus. Ramos, Piqué, Silva als Backup, Sancho Backup, Henderson haben wir auch noch und einen 64er Stürmer, ganz, ganz süß. Und ja, diese Transferphase hat es wieder in sich, da war ganz, ganz viel los, also wir und Paris haben uns die Spieler quasi hin und her geschoben. Krasse Ablösesummen, unnormal krass. In den ersten 7 Plätzen sind wir komplett beteiligt. Krasse Transfers auf jeden Fall. Ober ist gewechselt zu Leverkusen. Krass. Alan zu Leipzig. Das sind auf jeden Fall meine Transfers. Könnt ihr euch einmal durchsehen, wenn ihr wollt. Shaqiri ist gewechselt. Und ja, eigentlich gar nicht mal so viele Transfers. Und da würde ich mal meinen, so sieht das Team aus. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Hazard. Es ist zu krass. Ja, Abfahrt. Hinrunde. Let's go. So, Boys. Januar 2021. Ich rede eigentlich immer sehr, sehr viel. Deswegen, ja, machen wir das Ganze mal kurz und gehen schnell durch. Premier League, zweiter Platz, schon wieder Manchester City. Ihr kleinen Rabauken, wir haben 3 Niederlagen. 3 Punkte Rückstand, das darf nicht sein. Community Shield gewonnen. Nächste Runde geht's gegen Hull City. Achso, ja, wir steigen erst ein anscheinend. Okay. Carabao Cup gegen Tottenham ausgeschieden. Champions League, wieder zweiter. Leverkusen vor uns, Neapel, Besiktas, schon wieder Neapel in der Gruppe. Eine Niederlage, wahrscheinlich wieder das direkte Duell. Genau, gegen Bayern 04 in Leverkusen verloren und unentschieden auch gespielt. Gegner Paris wird nicht leicht werden. Ja, dann hoffen wir einfach, dass wir da durchkommen, Freunde. Team sieht ganz nett aus. Ich wechsle aber jetzt Mbappé in den Sturm mit Ronaldo. Ja, und da haben wir den Bruder verkauft. Wir bekommen 95 Millionen vom Verkauf für Fabinho, 104 Millionen an Manchester United. Ja, hoffentlich war das kein Fehler. Jetzt stelle ich euch die Frage, wem hättet ihr statt Fabinho geholt? De Jong wollte ich probieren. 155 Millionen, ich konnte leider nicht mehr runterdrücken. 109 Millionen ist es letztendlich geworden für Kanté. Das heißt, plus 1 Rating, 10 Millionen drauf bezahlt. Ich denke, das geht in Ordnung, oder? Wie gesagt, wem hättet ihr da genommen? Aber Kanté ist es geworden, du kleine Biene. Grüße dich. Aber ich denke, so kann man das Team lassen. Das sieht krank aus. Das Team sieht einfach nur krank aus. Hier hat man schon alle gesehen. So, jetzt habe ich eigentlich nur... Ja, ich habe eigentlich wirklich nur Kleinkram verkauft, Freunde. Hier aber die Top-Transfers. Ja, sind eigentlich auch nur wir da. Oh, Milinkovic, was machst du da, Bruder? Was baust du dich da einfach an? Huch, ich habe gesehen, wir haben 2 rote Karten. Van Dijk und Alexander Arnold. Bevor der Trainer da irgendwie Blödsinn macht, mache ich das lieber selbst. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das Team von Paris. Weil wir haben, glaube ich, 3 Spieler gekauft. Mbappé, Neymar und Thiago Silva. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Team aussehen wird von Paris.
würde ich mal sagen, let's go simulieren. Hinspiel, Heimspiel. Come on, wie wird das ausgehen? 3-1. Neymar mit Doppelpack und Mbappé. Ich sag gar nichts, Leute. Ich sag nichts. Hier haben wir auch noch ein starkes Team. Martin kenne ich jetzt leider nicht. Ja, Salah ist von uns dort. Ja, eigentlich. Ja, trotzdem noch ein starkes Team, finde ich. So, Freunde, Rückspiel gegen Paris. 3-1 war das Hinspiel. Ja, Messi und Neymar haben denen, ja, die paar Tore reingeschenkt. Jetzt Mbappé mit Doppel... Ah, na, vorher war es nicht Messi und Neymar, sondern Mbappé und Neymar. Und jetzt wieder Messi mit einem Doppel... Was ist los mit mir? Mbappé mit einem Doppelpack, genau. Und Sancho auch noch. Salah hat gegen uns getroffen. Gesamtscore 6-2. Sehr, sehr stark. Freunde, ich habe immer so Schiss, wenn der Gegner Atletico heißt. Da kann echt alles passieren. Aber Team ist fit, Team ist full, Team ist gut gelaunt. Ronaldo nur noch auf 90, ist kein Problem. Hazard auch nur noch auf 90, auch kein Problem. Wir starten jetzt ins Viertelfinale. Das Hinspiel, Heimspiel, Anfield Road und 4-1. Oh Gott, Kevin Volland, was machst du bei Atletico, Bruder? Aber Doppelpack Neymar, Doppelpack Mbappé, unsere Neuzugänge, zu krass. Dann nehmen wir gleich das Rückspiel mit. Come on. Was war das Ergebnis? 4-1? Ja, genau, 1-4. 0-1, Passare, Neymar Junior. Alter, wie viele Tore du schon geschossen hast, Bruder? Goretzka, die sehe ich jetzt auch gerade. Wem haben die noch? Ja, sonst ist das eigentlich nicht. Süle. Richtig deutsch ist das Team geworden. Okay, krass. Aber wir sind weitergekommen, Freunde. Oh no. Piemonte Calcio alias Juventus Turin. Das wird jetzt ganz, ganz schwer werden, Leute. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt für eine Mannschaft haben, aber 0-2 Mbappé und Ronaldo. Wieder der Ex-Club. Oh Gott, oh Gott. Was haben die noch? Danilo Bonucci, Chiellini, eigentlich unverändert. Fast Kete ist am Start. Suarez, Telo. Ja, ich finde jetzt, so krass ist die Mannschaft jetzt nicht, ne? Aber 0-2 Sieg gefällt mir. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut. Jetzt hoffe ich nicht, dass wir aus Small bekommen. Wir spielen aber heim. Ich denke, da sollte alles gegessen sein. 1-0 Sieg, Hazards. Ganz, ganz gechillt. 3-0 Gesamtscore. Gefällt mir. Das ist halt zu krass wie letzte Saison. Mega, mega spannend. Punkte gleich. Aber ich glaube, letzte Saison wurde das Ganze in der letzten Runde entschieden. Jetzt gibt es noch das direkte Duell und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Abfahrt, come on, bitte. 4-1, 4-1, 2-1, die letzten drei Spiele. 1-0. Neymar mit dem Elfmeter. Ich glaube, das ist es, Leute. Und dann noch Cup-Finale, wieder gegen Manchester City. Okay, Leute, ich weiß schon, wie viele Punkte Manchester City hat. Und schauen wir mal. 0-2 Mbappé Doppelpack und schauen wir mal, wie viele Punkte es jetzt geworden sind mit Vorsprung zu Manchester City. Aha, sieht man natürlich nicht. Und zwar 6 Punkte. Manchester City hat auch das Spiel danach verloren. Während wir 4-0 gegen Crystal gewonnen haben, haben sie 0-1 gegen Tottenham verloren. 102 Tore haben wir geschossen, 20 Gegentore. What the fuck? Ey, ich muss euch eines sagen, ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich bin abnormal stolz. Also der erste Titel ist schon mal da. Jetzt ist halt die Frage, holen wir das Double oder holen wir das zweite Triple hintereinander? Ey, ich bin unnormal gespannt. Ich bin auch sehr, sehr begeistert. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Sprint to Glory so gut funktioniert. Das hätte ich mir erträumt, hätte ich es mir, aber gedacht habe ich es mir nicht. Die letzten Ergebnisse, zweimal Niederlagen. Ja, schauen wir mal. 3-1, Leute. Neymar, Mbappé, Doppelpack. Leute, das ist jetzt schon mal das Double. Unglaublich. Ah, geiler Titel schon mal. Zweimal Triple. Mit 1 Milliarde Transferbudget. Irgendwie so wird der Titel wahrscheinlich lauten. Finale, UCL-Finale gegen den FC Barcelona. Und diesmal darf ich nicht vergessen, das Ganze auf ultimativ umzustellen. Ich hab's halt vorher, ja, war halt einfach schlampig. Ich war's noch irgendwie gewohnt. Ja, irgendwie so, ja, bei Squad Battles kann man ja auch schon auf ultimativ umstellen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht bemerkt habe. Tut mir auf jeden Fall leid. Aber ja, das war jetzt quasi wie ein Bonus, das zweite Spiel. Schauen wir jetzt noch mal kurz rein. Spielanstellung. Gehen wir auf 6 Minuten und ultimativ. So Leute, ich denke mir, ich erspare euch das ganze Intro, weil das haben wir schon einmal gesehen. Wir schauen uns aber mal die Aufstellung an.
Sadio Mané, Griezmann, Dembélé, Arthur, De Jong, Busquets, Shaw ist am Start. De Frisch, sage ich immer, Dumfries ist hier. Auswechselspieler sehe ich leider gar nicht, Leute. Schade, die sehe ich leider nicht. Aber starke Startelf. Da bin ich jetzt gespannt, wie ich performen werde. Komm. Ronaldo, let's go. Zack. Oh mein Gott. Aber wie schnell ist bitte Mbappé? Komm. Rauf. Nochmal rauf. Und 1:0 FC Liverpool. Wer ist der Torschütze? Ich wollte Torhüter sagen. Hazard. Eden Hazard. Alter, wie schnell Mbappé ist. Unnormal. Und auch noch ein Sweat von Ronaldo. 1:0 Eden Hazard. Sehr, sehr stark. Oh mein Gott, Mbappé, was ist das für ein krasser Spieler im Karrieremodus? Ja, okay, Ultimate Team auch. Was war das für ein schönes Tor? 2:0, richtig schön, Vorlage diesmal von Hazard. Was ist das für ein Schuss gewesen? Oh mein Gott. Und jetzt eben Hazard. Eben Hazard. Oh Gott, wie geht das? Messi. Ronaldo. Schauen wir mal. Oh, stark. Auch die Parade ist sehr, sehr stark. Oh oh. Gut, erster gefährlicher Angriff. Aber so krass der CPU im Karrieremodus. Er will immer am Flügel spielen. Ja. Da ist er. Neymar. Der war wirklich erste Halbzeit komplett abgemeldet, der Bruder. Jetzt mit dem 3:0, das ist ein richtig, richtig schönes Gefühl. 3:0, Leute, ist echt krass. Das zweite Triple hintereinander. Schöner Pass auf jeden Fall. Ich glaube, Mbappé war das. Wow, 3:0. Oh oh, wow, muss ich aufpassen. Da kann es noch gefährlich werden, aber alles in der Spider. Wow, was war das für ein Pass? Oh mein Gott. Nein! Okay, das war zu ballverliebt. Oh oh. Oh, stark! Wow! Nein! Oh Gott! Nachspielzeit, Leute. Oh oh. Nachspielzeit, 2 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht kriegen wir nochmal den Ball. Nein, aber gelb-rot! Für den Machine, für den Spider. Kante, shit. Egal, du bist trotzdem Champions League-Sieger. Du bist trotzdem Triple-Gewinner. Vielleicht geht sich noch ein Angriff aus, Leute. Sancho. Oh nein, Leute. Wir haben gewonnen. 3:0, kann das sein? Ich habe es jetzt vergessen, das Ergebnis. Ja, 3:0 gegen den FC Barcelona. Es ist unglaublich. Leider Gottes habe ich zu früh auf X gedrückt. Kein Pokal, sieht man. Tut mir mega leid. Aber wir sind doppelter Triple-Sieger. Wirklich, nochmal, ich hätte es nicht gedacht. Hätte es nicht erwartet. Ja, meine Erwartungen wurden komplett übertroffen. 3:0. Mich interessieren jetzt auch die Torschützenliste. Weil Ronaldo hat ziemlich oft getroffen. Zumindest in der Champions League. Auch Mbappé hier 99 Punkte. Meister. Ronaldo ist Torschützenkönig. Ich habe es mir irgendwie gedacht. Ronaldo, Mbappé hat 20 Tore. Das ist sehr, sehr stark. Neymar mit 17 Tore. Ja, und dann kommt nichts mehr. Ich hoffe echt, euch hat dieser Sprint to Glory gefallen. Mir ist unnormal gefallen. Gebt doch alle gerne ein Däumchen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen könnt. Ich danke euch vielmals. Viel Spaß mit dieser Folge. Macht es gut, Leute. Ciao.